Hi Freunde, heute geht es um die Photosynthese und die Zellatmung. Beginnen wir mit der Photosynthese. Der Begriff Photosynthese heißt übersetzt Lichtzusammensetzung oder auch Erzeugung durch Licht. Also wissen wir jetzt schon mal, dass die Pflanze Licht braucht, um eine bestimmte Sache zu erzeugen. Diese Sache ist Energie. Was für Energie, wird sich aber gleich noch klären. Also, die Pflanze nimmt das Licht der Sonne über einen grünen, lichtabsorbierenden Farbstoff auf. Dieser Farbstoff heißt Chlorophyll. Der sorgt auch für die Färbung der Blätter. Aber neben dem Licht braucht die Pflanze auch noch zwei weitere Sachen, die zur Energiegewinnung notwendig sind. Einmal Wasser, welches sich die Pflanze aus dem Boden zieht, und dann noch Kohlenstoffdioxid, also CO2, welche die Pflanze aus der Luft bekommt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo der Vorgang der Photosynthese stattfindet. Dazu schauen wir uns die Blätter einer Pflanze nochmal genauer an. Wir sehen viele Zellen und wenn wir jetzt noch tiefer in die Zelle hineingucken, finden wir den Chloroplasten und in genau diesem Zellorganell befindet sich auch der grüne Farbstoff, der das Licht aufnimmt. Hier wird aus Lichtenergie plus CO2 und Wasser Zucker und Sauerstoff gemacht. Aber wie am Anfang schon angesprochen, braucht die Pflanze Energie. Diese Energie wird in dem Zucker gespeichert und erst im zweiten Schritt, also der Zellatmung, der Zelle zur Verfügung gestellt. Also, jetzt merkt ihr, bei der Photosynthese wird aus Lichtenergie, CO2 und Wasser Zucker und Sauerstoff gemacht. Sauerstoff ist hierbei ein Abfallprodukt und wird daher wieder an die Umwelt abgegeben. Der Zucker wird als Speicherstoff für die Energie genutzt und muss daher noch weiterverarbeitet werden. Kommen wir jetzt zur Zellatmung. In diesem Schritt wird der Zucker in nutzbare Energie umgewandelt. Der ganze Vorgang findet hier in den Mitochondrien statt. Diese werden auch das Kraftwerk der Zelle genannt. Jetzt wird der Zucker mit Sauerstoff aus der Luft zu Energie, Kohlenstoffdioxid und Wasser umgewandelt. Diese entstandene Energie kann die Zelle jetzt auch frei nutzen. Und der Rest wird wieder an die Umwelt abgegeben. Also merke dir abschließend, aus Lichtenergie, CO2 und Wasser wird in den Chloroplasten Zucker und Sauerstoff. Und dann wird in den Mitochondrien aus Zucker und Sauerstoff Energie, CO2 und Wasser gemacht.